Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute um die Erbschaftssteuer geht. Und zwar deshalb, weil mir der Karl aus Ingolstadt geschrieben hat, der mitbekommen hat, dass unsere Regierungsfraktion der Freien Wähler die Erbschaftssteuer abschaffen möchte und mich jetzt fragt, warum seid ihr denn so dagegen, dass jemand, der etwas erbt, davon etwas an den Staat abdrücken muss? Und dann hat der Karl wohl unsere Pressekonferenz gesehen. Er fragt mich, weshalb ist das denn eine Anti-Bayern-Steuer in deinen Augen? Denn das ist es, was ich gesagt habe, als wir uns dazu als Freie Wähler Regierungsfraktion geäußert haben. Lieber Karl, ich sage vielen Dank für deine Fragen. Deshalb, weil es mir die Gelegenheit gibt, da vielleicht das ein oder andere noch ein bisschen gerade zu rücken, was in der öffentlichen Wahrnehmung nach meinem Dafürhalten noch nicht so richtig angekommen ist. Deshalb zunächst zu deiner ersten Frage, weshalb sind wir Freien Wähler denn für eine Abschaffung der Erbschaftssteuer? Weshalb sind wir dagegen, dass jemand, der vermeintlich ohne eigenen Beitrag zu Eigentum kommt, durch Erbe davon etwas an den Staat abdrücken muss? Herr Karl, wir haben dabei weniger die wenigen handverlesenen Personen vor Augen, die sozusagen ein großes Unternehmen von irgendjemandem erben und da was abdrücken sollen, sondern wir denken an diejenigen, die viel, viel mehr sind, nämlich an all die Menschen in Bayern, die beispielsweise als ganz normale Menschen aus der bürgerlichen Mittelschicht das Haus von der Oma erben als Enkelin und Enkel und dann nicht mehr in der Lage sind, das zu halten, weil die Immobilienpreise, die Grund- und Bodenpreise in Bayern sich so enorm entwickelt haben in ihrem Wert in den letzten Jahrzehnten, dass die Steuerlast so hoch wäre, dass der Enkel dann gewissermaßen das Haus der Oma verkaufen muss, weil er andernfalls so viel Steuern abdrücken müsste, dass es am Ende des Tages gar nicht mehr darstellbar ist. Das halten wir Freien Wähler für falsch und das ist auch unser Ansatzpunkt, dafür zu sorgen, dass nicht ein schon einmal in einer Familie versteuertes Einkommen, also ein Wert, der durch Leistung geschaffen worden ist, für den schon einmal Steuern bezahlt worden sind, nochmal mit einem Griff des Staates in die Tasche der Menschen versehen wird, der möglicherweise dann dazu führt, dass das, was eine Familie sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, beispielsweise an Wohneigentum, dann verkauft werden muss, weil die Steuerlast nicht getragen werden kann. Der zweite Grund, Karl, der hängt damit zusammen, dass man das ja auch zu Ende denken muss und dass die aktuellen Regelungen zur Erbschaftssteuer, und jetzt soll ja noch mehr abgedrückt werden, geht es nach der Ampel in Berlin, dass die dazu führen, dass es auch zu einer Verlagerung des Eigentums aus den Händen der Menschen hin zu großen industriellen, möglicherweise börsennotierten Konzernen kommt. Weshalb? Naja, was passiert denn, wenn der Enkel irgendwo in Bayern, wo die Wertsteigerung nun mal größer ist als anderswo in Deutschland, was wir uns alle gemeinsam erarbeitet haben, wenn der Enkel in Bayern das Haus der Oma verkaufen muss? Dann verkauft das in aller Regel in der Mehrzahl der Fälle an einen großen Bauträger. Und da wird es dann, Karl, besonders absurd, denn wer mehr als 300 Wohnungen hat, der ist gewerblich im Immobilienbereich unterwegs und der zahlt dann gar keine Erbschaftssteuer mehr. Das bedeutet also am Ende des Tages, wir nehmen möglicherweise dem Enkel der Oma in Bayern das Haus weg, der verkauft es dann an einen großen Bauträger und wir haben so eine Art schleichende Enteignung der Menschen in Bayern über diese Steuer und verlagern geschaffenes Eigentum der Menschen in unserer Heimat aus deren Händen hin zu irgendwelchen Kapitalgesellschaften, die da als Immobilienhaie unterwegs sind. Und das halten wir Freien Wähler für falsch. Deine zweite Frage, Karl, war diejenige danach gewesen, warum es denn eine Anti-Bayern-Steuer sei. Schließlich, das weiß man doch, ist die Erbschaftssteuer eigentlich eine Ländersteuer, so sagt man immer. Und das ist in der Tat etwas, was aus meiner Sicht in der öffentlichen Wahrnehmung noch etwas unterbelichtet ist. Deshalb erkläre ich es gern, Karl, im Hinblick auf deine Frage. Denn in der Tat ist es so, dass es sich eigentlich bei der Erbschaftssteuer um eine Ländersteuer handelt. Aber diese Erbschaftssteuer ist zu 100% anrechnungsfähig auf den Länderfinanzausgleich. Sie fällt insbesondere dort an, wo es große Wertsteigerungen bei Grund und Boden gibt, nämlich bei uns in Bayern. Und wir Bayern, wir sind bekanntermaßen der größte Zahler beim Länderfinanzausgleich. Und das führt in der Konsequenz dazu, dass die Erbschaftssteuer eine Steuer ist, die von bayerischen Finanzämtern bei den Menschen in Bayern
eingehoben wird, möglicherweise dazu führt, dass dann der bayerische Enkel das Haus der Oma verkaufen muss, am Ende des Tages aber nahezu vollständig über den Länderfinanzausgleich nach Berlin überwiesen wird. Das heißt, Karl, ich formuliere es ein bisschen überspitzt, wir schicken bayerische Finanzämter los, sagen, treibt bei bayerischen Bürgern Erbschaftssteuer ein und überweisen anschließend das, was wir aus den Taschen der Menschen in Bayern genommen haben, nach Berlin, damit man damit irgendwelche Lützerath-Demonstrationen, Silvesterkrawalle und so weiter finanzieren kann. Und auch das wollen wir Freien Wähler nicht. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht so richtig angekommen ist und der eigentlich dazu führen müsste, dass jeder, der in der Politik politische Verantwortung für unser Land und seine Menschen trägt, für Bayern trägt, gegen diese Erbschaftssteuer sein muss, ganz egal, wo im politischen Spektrum er eigentlich zu Hause ist. Also, lieber Karl, nochmal zusammengefasst, eine Anti-Bayern-Steuer, von der unser Land und seine Menschen nichts haben. Wir bezahlen da nur und überweisen dann nach Berlin. Und eine Steuer, die zum zweiten Mal in schon versteuertes Eigentum eingreift, den Menschen nochmal in die Tasche greift und in vielen, vielen Fällen dazu führt, dass man dann den Enkel belastet, der das Haus von der Oma erbt und so weiter. Da Familieneigentum eigentlich enteignet unterwegs und möglicherweise überführt im Sinne einer Umwidmung aus Privateigentum in das Eigentum irgendwelcher großen Kapitalgesellschaften. Deshalb unser Aktionismus als Freie Wähler für die Abschaffung der Erbschaftssteuer. Bundesratsinitiative für die Freibeträge ist schon auf dem Weg. Wir wollen, dass die Freibeträge dann auf Null gesetzt werden, dass de facto diese Erbschaftssteuer, so wie das in ganz vielen anderen europäischen Nationalstaaten bereits der Fall ist, auch in Deutschland, mindestens aber bei uns in Bayern fällt, abgeschafft wird, dass wir damit die Menschen im Freistaat nicht länger belasten. So viel, lieber Karl, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht es einfach wie immer. Postet sie entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn ich mich wieder aus dem Bayerischen Landtag melde und es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.